Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's der Skopel und ja, wessen Moped ist das? Ja, also viele, die wissen schon, dass das von Simdoro das Moped ist. Er hat es mir hier hergestellt, weil ich nämlich, wie auch schon andere gefragt haben bei Instagram, die Armatur will ich bei ihm verbauen. Eigentlich will ich die komplette Lenkereinheit so machen wie bei mir. Dennis findet das auch nicht schlecht. Er findet besonders hier mit den Blinkern und so, das Schalten, das findet ihr auch geil und natürlich Warnblink. Ich werde das nicht nur bei Dennis so bauen, der Dirk hat sich auch schon gemeldet und möchte das auch so haben. Bei ihm bleibt halt Tacho, Drehzahlmesser und ist halt ein anderer Lenker. Der Rest wird alles jetzt hier runterfliegen. Bei ihm ist hier noch so ein Schalter, den ich auch beim Star habe, das bleibt auch dran. Ja gut, als erstes, also ich werde hier Schritt für Schritt versuchen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Schritt für Schritt. Für Schritt versuchen euch zu zeigen, was ich mache. Ja, und dann hoffen, dass ich das auch so gut erkläre, dass ihr das nachmachen könnt. Wo es diese Armaturen gibt, die habe ich unten verlinkt. Plus bei Amazon, kostet viel. Gibt es aber auch bei AliExpress, der kostet, weiß ich jetzt gar nicht, 9 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau. Und dann gibt es hier noch die Brems- und Kupplungshebel. Ist aber auch unten verlinkt. Auch teurer leider. Bei AliExpress gibt es sie im Set für 10 Euro. Natürlich, wenn ihr draufklickt, darüber bestellt und was kauft, kriegt ihr eine kleine Provision. Support ist kein Wort. Ja gut, dann fange ich jetzt an. Das erste, was ich mache, ist erstmal das ganze alte ab, was eh abfliegt. Jo. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr habt ja gerade im Zeitraffer gesehen, wie ich das auseinandergebaut habe. Nichts Besonderes. Kabel habe ich echt fast alles rausgeholt. Bis auf Wape, Zündung und schon der Bremslichtschalter für hinten. Ein bisschen in Ordnung machen, bevor es weitergeht. Und dann werde ich euch zeigen, was es mit dem hier auf sich hat. Zuerst auseinandernehmen. So, dann haben wir hier einen Kabelbinder. Den müssen wir lösen. Der Schutzschlauch kommt dann später wieder rüber. Aber jetzt machen wir das erstmal ab. So, ganz viele bunte Kabel. Nicht erschrecken, so schwer wird das nicht werden. Also die beiden können wir abstellen. So, fertig. Das ist unwichtig hier. Jetzt verlängern wir erstmal die ganzen Kabel. Ich werde euch mal ganz schnell erklären, was hier welches Kabel ist. Also das dunkelblaue für Fernlicht. Das hellblaue ist für Normallicht. Das gelb-rote, das ist die Zuleitung für das Licht. Hier wird das Plus vom Licht dran gemacht. Grün-schwarz ist Blinker. Blinker rechts oder Blinker links, muss ich nachher noch durchprüfen. So, dann haben wir grün-weiß, das ist Blinker links oder Blinker rechts, wie gesagt, durchprüfen. Haben wir noch schwarz, das ist denn, schwarz müsste eigentlich orange sein, weil das ist Blinker, die Zuleitung für Blinker. Und weiß ist das die Zuleitung für Hupe und für Lichthupe gleichzeitig. Und das braune ist, das geht dann zur Hupe. Also wir müssen jetzt plus über die Hupe laufen lassen, statt die Masse vorher. Dann müssen wir jetzt erstmal alle Kabel verlängern, bis auf das hellblaue und das dunkelblaue. So, das grün-weiße Kabel ist Blinker rechts,
Und also ist das grün-schwarze Kabel, Blinker links. So, die Kabel sind jetzt verlängert. Der Schutzstau ist auch wieder drum. Ja, und jetzt mache ich noch Geflecht darüber. Das werde ich euch auch zeigen, wie das geht, weil ich wurde auch schon gefragt, wie das funktioniert. Jo, mache ich jetzt einfach mal. Wenn du zwei Katzen hättest, könntest du eine und die andere zwei nehmen. Nee, wenn eine abhaut, hast du immer noch zwei. Von den Schläuchen habe ich euch auch noch nicht gezeigt, aber auch schon die Frage kriegt, wie man die wieder festkriegt, weil wenn man es nicht macht, was ich jetzt mache, dann franzt das immer wieder aus. Einfach mit Feuer kurz ran, aufmachen und abnehmen, fertig. So franzt das nicht mehr aus. Weil wenn man es nicht macht, kann ich euch mal kurz beim kleinen Stück zeigen, dann sieht das ungefähr so aus nach einer Zeit. So sieht das denn jetzt fertig aus? Nicht schlecht. So, gleich mal ranbauen. So, ist jetzt alles dran. Jo, Kupplung sieht auch schon. Ist wirklich sehr leicht. So wie es sein soll. Bei dem Schalter, nicht wundern, wenn er den anbaut. Der steht erstmal ganz schön weit ab. Da ist nämlich hier so ein Metallteil. Das müsst ihr runterschleifen. Ja, was ist denn das? Ein Millimeter muss stehen bleiben. Und dann passt das auch genauso wie hier. Gut, okay, denn die rechte Armatur habe ich jetzt auch schon fertig. Die Bremse, hier ist sogar ein Bremslicht-Kontaktschalter dran. Wie gesagt, unten in der Beschreibung. Da geht man einfach nur mit zwei Kabeln weg und dann ab nach hinten. Dass, wenn man die Vorderradbremse betätigt, hinten das Bremslicht auch funktioniert. Das ist jetzt auch alles mit den Geflechtschläuchen gemacht. Jetzt verlängere ich noch die Kabel von den Blinkern. Das sind sequentielle LED-Blinker, natürlich auch unten in der Beschreibung. Ja, jetzt verlängere ich noch die Kabel. Die beiden roten werden jetzt mit in den Herzkasten verlegt. Die schwarzen lasse ich hier hinten und die kommen dann hier auf den Massepunkt. Jetzt werde ich mich an den Zündschloss machen, besser gesagt an die komplette restliche Elektrik. Vorne ist komplett fertig. Lampe habe ich schon verkabelt. Da kommt ja ein dunkelblaues und ein hellblaues Kabel raus. Das hier in die Lampe reinziehen. Das dunkelblaue ist Fernlicht und das hellblaue ist Abblendlicht. Und dann natürlich auch noch die Masse einzeln ziehen von drinnen auf diesen Massepunkt hier beim Stirnrohr. So, das rot-weiß Kabel, was jetzt aber durch die Verlängerung orange geworden ist, geht auf Klemme 56. So, das ist hier die Blinkerzuleitung. Das war eigentlich ein schwarzes Kabel, was auf orange ging. Bei manchen ist es auch ein oranges Kabel und das geht dann auf Klemme 49A. Ja, das miteinander verbinden. Bei der Wape ist zum Beispiel dieser Stecker mit bei. Sonst geht hier auf den oberen. Gut, das wird jetzt miteinander verbunden. Dann haben wir hier das gelb-grüne Kabel. Ist Blinker rechts, also vom Schalter. Das muss dann also zum rechten Blinker vorne und zum rechten Blinker hinten. Die werde ich jetzt miteinander verbinden. Und dann ist das auch schon erledigt. Und dann machen wir Blinker links. Das ist dann das grüne Kabel. Das ist Blinker links. Das blaue Kabel ist vom vorderen linken Blinker. Und das schwarze Kabel hier ist vom hinteren linken Blinker. Die werden dann auch alle miteinander verbunden. Das rot-weiße Kabel wurde hier zum roten Kabel. Das habe ich jetzt mit einem dickeren roten Kabel von Klemme 1551 verbunden. Das ist nämlich für die Lichthupe und für die Hupe die Zuleitung. Und das ist dann von dem braunen Kabel, was noch bei dem Schalter war, was hier durch die Verlängerung zu einem orangen geworden ist. Das ist die Zuleitung jetzt für die Hupe. Ja, die Hupe wird jetzt mit Plus geschalten und das ist die Masse, die geht jetzt an einen Massepunkt. Die Hupe wird jetzt nicht mehr per Masse geschalten, sondern per Plus. Ja, und dann bleibt hier nur noch der Bremskontaktschalter von der Vorderbremse über.
Den werde ich dann auch gleich zeigen, wie man den verkabelt. Und dann sind wir eigentlich durch mit der Elektrik. So, die Zuleitung vom Bremslichtkontaktschalter für die Vorderradbremse nimmt man auch von Klemme 1551. Wie ihr noch wisst, ist das hier auch Klemme 1551. Kann ich gleich hier so ausnutzen. Das zweite Ende von dem Kabel kann man mit dem Bremslichtkabel von hinten verbinden. Und da ja hier ein Bremslichtkontaktschalter verbaut ist, kann man dann das andere Ende vom Bremslichtkontaktschalter hier dann miteinander verbinden. Und dann leuchtet hinten die Lampe, wenn von dem Bremslichtkontaktschalter kommt oder von dem vorderen Bremslichtkontaktschalter das Signal kommt. Ja, und dann geht das hier durch nach hinten zur Lampe und dann leuchtet die, wenn man bremst. Wenn wir mal kurz eine kleine Funktionskontrolle machen. Zuerst der Bremslichtkontaktschalter. Ich ziehe jetzt und ihr seht, es geht an. Jetzt Fuß. Geht auf. Dann machen wir jetzt mal Blinker links. Blinker rechts. So, aus und Warnblink. Funktioniert auch. Hupe. Ich habe jetzt ganz kurz drauf gedrückt. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen konnte. Dann kann ich auch, wenn Nachrichten kommen, wie hast du das angeschlossen, bla bla bla, kann ich auch gleich auf dieses Video verweisen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind alle Links zu den jeweiligen Bauteilen drin. Mich damit ein bisschen unterstützen. Ist keine Pflicht natürlich, aber wer Lust hat und auch sowas haben möchte, der kann es gerne tun. So, dann danke fürs Zuschauen. Mal sehen, wer bis hier noch alle geschaut hat. Bis zum nächsten Video. Euer Browser, euer Skopel. Tschüssikowski.